Hallo und willkommen zu Patricks Vlog. Heute wieder etwas zum Thema YouTube. Und zwar aus einer anderen Perspektive, und zwar zum Thema Demonetarisierung. Habt wahrscheinlich das Thema schon zum Genügen durchgeackert auf YouTube, aber was mir immer wieder auffällt, wenn Content Creator das Problem Demonetarisierung betrachten, versuchen sie mal zu verstehen, warum werden jetzt diese Videos hier konkret so demonetarisiert, und da kommen die ulkigsten Theorien bei raus, und bei vielen bleibt dann der Creator sich selbst eine Erklärung schuldig, weil er es einfach nicht versteht. Beispielsweise, warum werden auf einmal Let's Plays von Spielen ab 12 Jahren demonetarisiert? Was ist jetzt daran nicht werbefreundlich? Und. Ich glaube, ich kann der ganzen Sache an der Stelle etwas hinzufügen, denn ich bin ja, wie einige vielleicht vom Kanal schon wissen, seit 20 Jahren im Internetmarketing unterwegs, mit Affiliate-Marketing, das heißt Werbung, Werbeschaltung. Es ist so eine Sache, mit der ich mich ein bisschen auskenne, noch nur so ein bisschen, nach 20 Jahren. So, und deswegen kann ich das Ganze aus einem anderen Standpunkt raus betrachten, und zwar nicht nur aus dem Standpunkt des Content-Creators und des Softwareentwicklers, der jetzt versucht, Tags, Titel, Transkriptionen von Videos zu analysieren, um daraus dann ein Scoring zu entwickeln, ab dem dann der Algorithmus sagt, das hier ist nicht werbefreundlich. Das ist natürlich die eine Sache. Aber dann noch eine andere Sache. Und ich vermute mal, das spielt rein. Und zwar ist die Situation wahrscheinlich jetzt gerade so, dass YouTube ein bisschen mit dem Besen rumfegt und das tut, was die Leute schon länger tun wollten. Und zwar die unrentablen, uninteressanten Inhalte, finanziell uninteressanten Inhalte für YouTube, aus dem System zu kegeln. Begründung: Wenn ein Video nicht mehr monetarisiert ist, wird dem Video auch weniger an Empfehlungen zukommen. Das ist ganz klar, denn wenn YouTube Geld verdienen will, will YouTube Geld verdienen, indem es Werbung verschaltet. Wenn ein Video aber nicht monetarisiert ist, besteht ja kein Grund, jetzt noch 75% der Zugriffe, die dieses Video hat, draufzuschalten aus Videoempfehlungen, damit man damit Geld verdient, weil es ist ja demonetarisiert. So, das ist mal Punkt 1. Und bevor ich da in die Geschichte noch ein bisschen weiter eintauche, möchte ich vielleicht grundlegend zu der Sache noch was sagen, weil das vielen auch nicht bewusst ist, die noch nicht so lange dabei sind wie ich. Ja, ich habe 1994 ein Tonstudio angefangen und 93 waren es, glaube ich, sogar schon. 94. Und das sind jetzt halt schon so ein paar Jahre, ne? Und deswegen hat man auch so ein paar Technologien und Entwicklungen über die Zeit halt auch verfolgt. Was vielen nicht bewusst ist, Geschäftsmodelle haben Lebenszyklen und Technologien haben sie meistens auch. Das bedeutet, es gibt immer einen Anfang und ein Ende und ein Zwischendrin und eine Wachstumsphase, eine Hochphase und eine Abklingphase. Und so verhält sich das im Wesentlichen mit allen Geschäftsmodellen. Wespen. Und bei YouTube ist es nicht anders. Ich will ein paar Sachen anbringen, so als Begründung für mein Argument, dass dem auch bei YouTube so ist. Allerdings weiß ich jetzt nicht so genau, ob das noch alle nachvollziehen können. Zuerst mal das etwas weiter zurückliegende. Da geht es um RTL. Und zwar ist RTL, glaube ich, 85, glaube ich, gestartet. Als Privatsender, als Ableger von Radio Luxemburg. Und es war ein wilder Ritt. Privatfernsehen gab es so in Deutschland nicht und die waren praktisch die ersten. Und das bedeutete Spielwiese, ausprobieren, neue Formate, abenteuerliche Formate, Grenzen austesten und. Und irgendwann das Ganze halt Fahrt aufgenommen und immer mehr kristallisierte sich dann halt raus, womit man Geld verdienen kann. Und das Ganze wurde dann auch verkauft, wurde immer größer und damit auch immer mehr die Verpflichtung, Geld zu verdienen. Und letztendlich ist es dann an einen Punkt angekommen, wo es nur noch darum geht, Geld zu verdienen. Warum? Das ist ja das eigentliche Ziel von der Geschichte. Ganz zum Schluss erreicht so ein System eine Phase, wo es nur noch ums Geldverdienen geht, weil einfach so viel Geld zu verdienen ist. Und alles, was vorher passierte, diese Aufbauphase, diese Hochphase, diese Innovationsphase, die Phase, wo ausprobiert wird, die ist irgendwann vorbei. Und bei RTL war dann dieser Zustand irgendwann erreicht. Und dann war irgendwann die Frage zu beantworten, womit
können wir Geld verdienen? Und dann hat man einfach mal so zurückgeschaut, mit welchen Werbepartnern macht man das, mit welchen Inhalten macht man das. Ja, und dann hat sich halt herausgefunden, mit Assis und Breitenwirkung. Okay? Nicht ganz unverständlich, weil wenn ihr euch vorstellt, dass in der Mitte der IQ 100 ist, wenn ich Inhalte produziere für Leute mit einem IQ 150, ist rechts ganz wenig Platz. Wenn ich Inhalte produziere, und IQ mit 50 wird keiner Inhalte konsumieren für IQ mit 150, okay? Ich muss mich also irgendwo so in der Grenzregion Mitte ein bisschen aufhalten, sodass vielleicht noch die Leute mit IQ 120 bereit sind, sich den ganzen Scheiß reinzuziehen. Ah, da muss man natürlich auch schauen, welche Produkte sind das, die man vermarkten möchte. Und wenn man dann feststellt, wir haben ja eigentlich im Wesentlichen Produkte, die von der Masse und von dummen Leuten gekauft werden, weil die meisten Leute halt dümmer sind als die Klügeren, dann richtet man sein Programm danach aus. Das ist jetzt nicht verwerflich, das ist halt Geld verdienen, das ist eine kaufmännische Entscheidung, so ist das halt, ne? Okay, gut. Schöne Sache. Also auch hier innovativ angefangen, viel Spaß dabei, viel Kreatives, viel Neues, Aufbau, Expansionsphase, dann ging es hoch. Und irgendwann ging es dann in die Vollkommerzialisierung, nachdem es dann ein paar Mal verkauft war, es nur noch ums Geldverdienen ging. Und ab dem Zeitpunkt war Innovation und Spielwiese und alles vorbei. Okay. Und natürlich wird irgendwann auch die Phase kommen, wo die Umsätze so abfallen, dass dann halt das Rückzugsgefecht beginnt, die Exit-Strategie beginnt und irgendwann wird es RTL 2 auch nicht mehr geben. RTL, sorry. Ja, bin ich mir ganz sicher. Das ist ein ganz normaler Zyklus. Den gibt es überall. Unter anderem war es auch bei den Internet-Communities so. Es war bei den ersten Handys so. C-Handys beispielsweise hat man eine Zeit lang für 2.500 Euro kaufen müssen fürs Auto. Und in der Zeit dann war es ganz, ganz lukrativ, Handyverträge zu verkaufen. Während das Ganze heute, niemand wird 500 Euro Provision für einen Handyvertrag verkaufen. Vergiss. Ja, und im Internet war das unter anderem auch in den Communities so. Am deutlichsten war es mit Wer kennt wen. Das haben ein paar Studenten aus Köln gemacht. Ist dann sehr schnell gewachsen, groß gewachsen und Experimentierwiese, Spielwiese, viele Leute kamen dazu und. Als RTL. RTL? Ich glaube, RTL war es. Bin immer sicher. ProSieben. Einer von denen. Ein großer Radio-Fernsehsender hat das Ding gekauft. Ja. Und danach hat man natürlich geschaut, nachdem man dafür ein paar Millionen bezahlt hat, wie holen wir das Geld wieder raus? Ja? Und dann wurde mal ganz genau drauf geschaut, womit verdienen wir hier eigentlich Geld? Weil sobald du ja etwas besitzt, hast du ja auch Zugriff auf die Logs und auf die Geschäftsdaten. Dann kannst du schon ganz genau gucken, okay, das geht in die Richtung, so können wir es entwickeln, damit machen wir unser Geld. Und damit war natürlich auch die Zeit, wo dann in den Foren beispielsweise verschiedene Sachen so einfach nicht mehr gingen oder Foren geschlossen wurden. Wer kennt wen beispielsweise? Ich will es noch als Beispiel dafür anbringen, warum das eigentlich, also den Betreibern von solchen Techniksystemen ist es natürlich erstmal scheißegal, was da passiert, solange sie damit Geld machen. Dann gab es zum Beispiel ein StudiVZ und das war eigentlich nett, hat mir sehr gut gefallen damals, war auch damals relativ bekannt. Mittlerweile existiert es noch, aber wurde auch bald abgeschaltet. Aber, natürlich, Wer kennt wen wurde auch abgeschaltet, ne? Also wegen Lebenszyklus, weil irgendwann kam halt der Zyklus gegen Ende, weil Facebook viel zu groß wurde und danach wurde es abgeschaltet. So. StudiVZ existiert noch, aber worauf ich hinaus will, weswegen es dem Betreiber eigentlich völlig egal ist, was passiert auf seinem Portal, weil die Argumentation brauche ich gleich nochmal. Die hatten halt Gruppen und da waren unter anderem Erotikgruppen, weil, jo, ist ja wohl klar, ne? Also, wenn man ein Portal aufmacht, bei dem Leute das einstellen können, was sie interessiert, dann hat man natürlich ganz schnell auch Erotik dabei, weil das ist das, was Menschen interessiert. Doch heute noch haben wir 50% des Internet-Traffics aus Schmuddeltram, ne? So. Und die Gruppen, die es da dann gab, waren unter anderem auch für Prostitution da. Lol. So, das lief alles sehr, sehr lang, sehr, sehr gut. Viele Studentinnen haben sich so ihr Studium finanziert. Aber irgendwann mal ging das dann durch die Presse und ich glaube sogar durchs Fernsehen. Und ab dem Zeitpunkt war es dann StudiVZ nicht mehr egal. Und danach wird über Nacht all möglicher Schrott weggelöscht, der in irgendeiner Art und Weise auch nur anrüchig war. Vorher war es denen egal.
Interessant war es erst dann, nachdem es öffentlich wurde und jemand sich mokiert hat. Und an der Stelle ziehe ich die Parallele zu der Geschichte mit diesem Werbeboykott am Anfang des Jahres auf YouTube, weil YouTube will Geld verdienen, okay? YouTube will einfach nur Geld verdienen. Das ist denen ihr gutes Recht. Da gab es auch diese innovative Gründung. Danach hat jeder auf YouTube sich selbst broadcasten können. Und es war alles so offen und so innovativ. Und dann ist das Ding gewachsen und gewachsen. Und danach wurde es verkauft an Google. Und Google hat ja sowieso die Angewohnheit, immer auf alles drauf zu schauen nach 3, 4, 5 Jahren. Und dass das Ding seit 11 Jahren jetzt online ist und von Google noch nicht abgeschaltet wurde. Wow, bei den Verlusten, die fahren. Irre. Aber irgendwann, nachdem Google jetzt eine Weile sich das Ganze wirklich angeguckt hat und versucht hat zu entwickeln, kommt auch mal der Zeitpunkt, wenn irgendwas an... Und es war denen vorher scheißegal, ja? Google war es per se scheißegal, was auf YouTube war. Das hat man auch gemerkt. Es war denen egal. Da konnte man alles sagen, was man wollte. Es ist Wurst. Nur wenn es dann dazu führt, dass 900 Millionen an Werbebudget rausgezogen werden, weil es öffentlich wird, was dann nicht gesagt wird oder gesagt wird. Dann interessiert das Google. Und dann ist der Topf am Qualmen, ne? Auf dem Herd. So, genau wie bei StudiVZ. So. Aber Google interessiert sich in allererster Linie mal nur fürs Geld verdienen. Ganz wichtig. So. Und jetzt sind wir gerade in der Phase von Google, YouTube, in der es nicht nur noch darum geht, das Projekt so zu entwickeln, dass man damit Geld verdienen kann, sondern denen ist richtig der Arsch auf Grundeis gegangen am Anfang des Jahres, als die Werbekunden sich rausgezogen haben. Und jetzt schauen die wahrscheinlich gerade extrem ganz genau nach, womit können wir Geld verdienen? Oder sie haben es schon längere Zeit getan, aber sie haben noch keine Möglichkeit sich gesehen, sich von unlukrativen Inhalten zu trennen. Weil das eigentliche Modell war ja Broadcast Yourself. Und genau wie bei RTL bestimmen die Werbekunden das Programm. Wenn ich einen Werbekunde habe, sorry, dann muss ich darauf achten, dass das, was ich in dem Fernsehen zeige, so ist, dass die Zielgruppe des Werbekunden dort ankommt. Und es hat sich mittlerweile eingepegelt, was man auf Google, auf YouTube sehen will. Das weiß Google, das weiß YouTube, die haben die Logs, die haben die Inhalte. Und deswegen sind die Werbekunden das, was zukünftig auch bestimmen wird, was auf YouTube zu sehen wird. Weil Server Space kostet Geld, Traffic kostet Geld, 15 Data Center kosten Geld. Das muss bezahlt werden. Warum sollte Google 50% unproduktive Kanäle, die die Leitungen komplett blockieren, überhaupt noch mittragen, auf Kosten der wenigen 50%, die attraktiv sind? Wäre es nicht viel besser, die 50% aus dem System rauszukegeln, und zwar auf eine Art und Weise, bei der YouTube Google sagen kann, ja, wir haben euch nicht rausgeschmissen, wir haben ja keine Zensur, ihr könnt weiter gerne eure Inhalte einstellen, ihr müsst es halt nur selbst bezahlen. Und ich glaube, das ist der Plan, der passiert. Jetzt die nächste Frage, die einen dann, um diese Hypothese fast zu einer Theorie mit Vorhersagbarkeitscharakter für weitere Vorkommnisse wachsen zu lassen. Die interessante Frage ist jetzt, wie ist denn die Metrik für produktive und unproduktive Kanäle? So, ich hatte früher einen Bannertausch laufen und ich habe natürlich auch gesehen, die Klickraten. Okay? So, also es ist so, Google verkauft Werbung, Google verkauft Klicks. Wenn Google Geld verdienen will, muss Google Klicks verkaufen. Okay? So, ein produktiver Kanal ist also ganz, ganz einfach ein Kanal, der Klicks verkauft. Okay? So einfach ist das. So, die spannende Frage ist jetzt, welche Kanäle generieren denn keine Klicks? Na, ich glaube, darauf läuft die gesamte Geschichte raus. Darauf läuft es raus. YouTube demonetarisiert, vermute ich gerade, aktiv unter dem Deckmantel der Inhaltskontrolle und des Werbekunden-Entgegenkommens demonetarisiert Videos, die einfach nicht, oder Kanäle oder Videos auf Kanälen, die nicht performen. Ich vermute, das ist der Punkt. So. Ich kann in meiner Admin in einem Bannertauschprogramm sehen, folgende Klick, also folgendes Banner, folgende Insertion performt nicht. Also beispielsweise war es damals sehr beliebt. Es gibt zwei Arten, Banner aufzubringen auf einer Webseite. Nummer eins, so dass man das Banner sieht. Wenn jemand auf einen Banner klicken will, muss er das Banner sehen. Und genau die Argumentation brauchen wir gleich nochmal. Wenn ich aber beispielsweise hier was habe,
Da oben ist das Banner, sieht man das Banner sofort. Mache ich dann aber noch zwei Bildschirmseiten und ganz, ganz unten ist das Banner zu sehen, sieht das keiner. Der Unterschied zwischen den beiden Sachen sehe ich ganz, ganz schnell in meiner Admin. Der Banner oben klickt nämlich mit 1-3%, sagen wir mal zu Durchschnitt 2. Und der Banner unten klickt mit 0,02% oder 0,2%. Okay, ich sehe das. Das ist ein Faktor 10 bis 100 mal weniger. So, und Google ist nicht blöd. Google hat auch Statistiken. Google wird wahrscheinlich schon sehr, 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 sehr lange auf die Statistiken von Kanälen drauf schauen und sich überlegen, was kann man da machen. Und jetzt haben sie den Grund gefunden, warum sie was tun können. Das ist das. So, ich vermute, die Sache ist so. Vorhersagbarkeit. Alle Kanäle, bei denen das Zielpublikum, das die Kanäle anschaut, überwiegend einen Adblocker verwendet, sind auf der Abschussliste. Weil wenn ein Großteil, wenn 50-60% der Zuschauer einen Adblocker verwendet, geht die Klickrate auf den Kanälen runter ohne Ende. Das ist nicht attraktiv für Google. Also nicht nur nicht attraktiv für den Kanalbetreiber, das ist auch nicht attraktiv für Google. So, weiter. Wenn ein Kanal sehr lange Videos hat, 20, 30 Minuten, okay, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wenn der Kanal überwiegend Sprache enthält, dass keiner diesen Kanal vorm Rechner oder in Sichtweite, ich meine mit Sichtweite, Banner muss man sehen, okay, in Sichtweite verbringt die Nähe. Und auch hier wegen Adblocker, ja, wegen Adblockern sieht man das Banner ja nicht, okay. Warum, was meine ich damit? Also beispielsweise, wenn ich Hörspiele oder Audiobooks auf YouTube einstelle, okay, die benutzen manche Leute zum Einschlafen. Das stellt euch mal vor, jemand geht auf eine Playlist mit 5 Audiobooks, die sind jeweils eine Stunde lang und lässt das dann laufen nachts zum Schlafen. Da klickt keiner. Das performt nicht. Das wird nicht gehen. Da kriegst du keine Klickraten beisammen. Niemand sitzt 5 Stunden vor einem Audiobuch und bei jeder Werbung entscheidet er sich, klickt er jetzt drauf oder nicht. Das macht er nicht. Der legt das Tablet beiseite. So, ihr seht schon, da lässt sich dann natürlich schon ein bisschen was sehen. Weil achtet mal drauf, wo das Geheul und das Gejammere groß ist, wenn ihr Kanäle findet, auf denen lange Laberformate sind, wie jetzt zum Beispiel das hier. Wenn jemand wirklich zuhören will, hört er zu und klickt nicht auf eine Werbung. Wenn jemand zuhören will, legt das mit Umständen sogar beiseite, das Gerät, oder überspielt es auf was, auf Kassette oder im CD oder irgendwas. Ja. Und der Punkt, dann der letzte vielleicht noch, wo man darüber argumentieren kann, ist tatsächlich, wie affin sind jetzt tatsächlich die Videos für die Inhalte von Werbekunden? Oder finden sich überhaupt genug Werbekunden, die genug Klickrate auf die Inhalte von den Kanälen kriegen? Also hier auch die Geschichte mit Minecraft zum Beispiel. Wenn jemand, ein kleines Kind, sich einsam und allein am Abend fühlt und deswegen einem Minecraft-Let's Player zuschaut, dann ist halt die Frage, ob und auf welche Werbekunden das klickt. Ja, das ist der Punkt. Und das weiß Google, YouTube. Sehen sie an ihren Logs. Sobald du dich eingeloggt hast mit deinem Google-Account, weiß Google ja, dass du das bist. Und ich gehe davon aus, dass die tracken, auf was man klickt. Ich würde es auch machen. Das ist mein Geschäftsmodell. Ich will wissen, worauf meine Kunden klicken. Und deswegen scheiße ich einen Haufen Großen auf Datenschutz und speichere alles ab, was geht. Zumindest mal, wenn meine Server in Amerika stehen, ja? Und ich Amerikaner bin. Die scheißen sowieso auf eine Menge Haufen. Okay, so. Also wir haben hier 3 Punkte. Adblocker, dann tatsächlich, dass die Leute bei längeren Laberformaten und Vlogs, Let's Plays und wahrscheinlich auch nicht nur Adblocker anhaben, sondern halt möglicherweise auch nicht am Rechner sitzen und halt, dass YouTube sich schon länger anguckt, welche Klickraten auf welchen Arten von Inhalten drauf sind. So, und dann brauchen die nicht ihren Bot drauf trainieren. Die brauchen nicht trainieren auf Keywords, weil die gehen ja immer von Keywords aus, Sprache, Transkription. Nee, die müssen im Prinzip auch schon nur das Kontextumfeld abbilden. Also beispielsweise, ihr seht ja schon, wenn ihr ein Let's Play euch anschaut,
an der Seite Empfehlungen. Ja? Das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich dann das nächste Let's Play im selben Kontext empfohlen bekommen. Das liegt daran, weil YouTube den Kontext von solchen Videos kennt. Dafür haben die lange Zeit Data Mining gemacht. In anderen Worten, die werden auch in einem Kontext ein Scoring zuordnen können. Und wenn sich ein Video bereits in einem Kontext befindet, zum Beispiel im Let's Play Minecraft, und YouTube entscheidet sich, sondern nein, die entscheiden sich ganz einfach, dieser Kontext hier hat ein Scoring von, ist es, und deswegen ist das uninteressant für Werbepartner, weil wir verkaufen hier nichts. So, und dann gehe ich davon aus, dass viele von diesen Demonetarisierungen genau auf solchem Content-Scoring passiert sind. Einfach aufgrund von den Klickraten oder von, ja, aufgrund von den tatsächlichen Klickraten auf den Content, auf die Werbeanzeigen, ja. Und, oder es kann zum Beispiel sein, dass jetzt eine bestimmte Gruppe an Werbekunden eine höhere Klickrate bekommen hat, aber diese Klickrate irrelevant ist, weil es von den Werbekunden zu wenig gibt, dass das relevant ist, ja. Also zum Beispiel ein deutscher Wehrmachtkanal, der Me-262-Flieger darstellt. Das gucke ich zum Beispiel ganz gerne. Der bekäme wahrscheinlich wunderbar unten dran eingeblendet Werbung für, sagen wir mal, gewisse Formen von Devotionalien. Die würden sich wahrscheinlich sehr gut dort verschalten und sehr gut klicken. Aber das Problem ist da auch, davon gibt es vielleicht nur 2-3 Anbieter, die auf die Keywords und auf die Kanäle Werbung schalten, und das rechnet sich dann halt auch nicht. Ich glaube nicht, dass Google und YouTube irgendeinen feuchten Kehricht darauf geben, was auf ihrem System moralisch, inhaltlich passiert. Das interessiert ihren Scheißdreck. Das hat jeden Gewerbetreibenden bisher und jedes System einen Scheißdreck interessiert, solange es nicht auffällt. Was aber wichtig ist, ist, kann ich mit dem Scheißdreck da Geld verdienen? So. Erstens ist es ein paar Leuten aufgefallen, was an Scheißdreck draufläuft, und jetzt wird das benutzt als Gelegenheit, um den nicht performenden Content einzudämmen. Ich kann das verstehen. Ich kann das vollkommen verstehen, wenn ich einen Kanal habe mit 1000 Videos, wo Let's Plays drauf sind und solche Kanäle existieren, und da sind vielleicht auf einem Video 50 Views drauf. Damit muss man in 4K keinen Server belasten. Sorry, das interessiert keinen Schwanz da draußen, und das interessiert letztendlich YouTube als allerletztes. Damit kann man kein Geld verdienen. Sorry, ist nicht böse gemeint. So, das sind halt Sachen aus dem Blickwinkel betrachtet halt eigentlich kein Content Creator die Demonetarisierung. Und da würde ich mal ein bisschen drauf achten. Wenn ihr in Zukunft irgendwelche Videos seht, ich wurde wieder demonetarisiert, überlegt mal, welche Arten von Content das sind und ob das die genannten Punkte als Zielgruppe anspricht, nämlich genau die Leute, die Werbeblocker drauf haben, die Leute, die lange Labersachen machen, wie Let's Plays oder Vlogs, wie ich jetzt hier. Überlegt mal. Ich glaube, das ist nämlich so eigentlich gerade das, was läuft. Die Geschichten, ja, es gibt ein paar Kanäle, es gibt ein paar Sachen, da sind natürlich die Keywords direkt für verantwortlich, aber so viel, wie an Beschwerden von den Creators kommen, dass da Sachen demonetarisiert werden, die völlig obskur sind, was absolut inhaltlich, sachlich vom Inhalt her nicht nachvollziehen kann, das ist sehr auffällig. Aber was ich bisher gesehen habe, wie gesagt, ich denke, weil die Kanäle, die ich gesehen habe, die sich beschweren, die fallen überwiegend in die Kategorie rein. Und auch nochmal, ganz klar, YouTube ist es so scheißegal, ob es ein Doom-Let's Play ist, was frei ab 18 ist, oder ob es ein Minecraft ab 12 Let's Play ist. Das ist YouTube sachlich völlig scheißegal. YouTube ist nicht da, um Jugendschutz hochzuhalten. YouTube interessiert sich grundsätzlich einen Scheißdreck für Jugendschutz. Die interessieren sich, kann ich mit dem Scheiß Geld verdienen, ohne dass wir damit Probleme kriegen. Das ist die interessant. So. Die Probleme sind nicht groß genug, die Deutschland machen kann, damit YouTube frei ab 18 Inhalte einstellt, also blockiert. Den Stress kann sie nicht machen. Können wir hier nicht machen von unseren Medienschutzanstalten. Deswegen wird da nichts. Von daher ist das völlig irrelevant. Aber nochmal, Adblocker, Klickraten. Ich glaube, das ist es. So. Schaut euch einfach mal um, schaut eure Kanäle mal an.
Vielleicht findet ihr, dass das nicht nur eine Hypothese ist, sondern vielleicht sogar noch eine Theorie, mit der man sogar künftige Demonetarisierung relativ gut voraussagen kann. Weil, wie gesagt, meine Retro-Let's Player werden auch demonetarisiert. Und Pixelmord kann mir keiner erzählen, ja? Dass das irgendwie problematisch ist. Alles klar. Wieder mal ein Beitrag zu YouTube. Bis zum nächsten Mal aus Patricks Vlog. Tschüss.